Hallo, freut mich, dass ihr wieder dabei seid zum zweiten Teil meiner Nintendo 64 Sammlung. Es wird ein Vierteiler, ein gemütlicher Vierteiler. Und deswegen fange ich gleich wieder an mit den nächsten 11, 12 Spielen ungefähr. Ich habe im letzten Teil von WWF No Mercy geredet und dass ich auch den Erstling gesuchtet habe, das war WCW NWO World Tour. Der ist ziemlich hässlich, dieser Teil. Also da vor allem diese Gesichter, die waren einfach nur Matsch. Genauso wie die Zuschauer, die wurden auch mit der Zeit ein bisschen schöner. Klar waren sie weit davon entfernt, realistisch zu sein, aber sie waren auf jeden Fall hübscher. Man konnte zum Beispiel auch nicht ins Backstage gehen hier. Es ist sehr, sehr basic und noch sehr begrenzt in seinen Möglichkeiten, aber es macht trotzdem Spaß, da die Steuerung auch heute noch gut von der Hand geht und eben nicht so clunky ist wie in anderen Wrestling-Spielen. Also das spiele ich aus nostalgischen Gründen echt gern, immer noch, obwohl es eben, wie gesagt, bessere Alternativen gibt. Auf derselben Konsole. Allein das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auch ein Klassiker, wo bis heute, glaube ich, eine Fortsetzung gewünscht wird, Diddy Kong Racing, hat uns auch einige Stunden unserer Lebenszeit gekostet. Da ist einfach, anfangs dachten wir, okay, ein Mario Kart-Klon, aber im Endeffekt war es viel, viel cooler. Man hatte ja drei verschiedene Vehikel, man konnte fahren, fliegen oder mit diesem Hoverboat über Land und Wasser düsen. Man hatte Bosskämpfe, dieses Silbermünzenrennen. Aber alles in allem war das richtig schwer. Also Mario Kart 64 war dagegen echt einfach. Aber hier war es für mich echt oft die Hölle. Ich habe es auch nie durchgeschafft. Ich weiß noch, dass man in dieser Hub-World diesen großen Kopf von dem, wie heißt er? Whispig, den Gegner, genau. Man hat seinen Kopf da und schaltet ja, wenn man eine Welt komplett erledigt hat, ein Viertel von seinem Gesicht frei, dass sich die Öffnung aufmacht von seinem Mund und man kann reinfahren. Da, glaube ich, habe ich es nie geschafft. Ich hatte nur 3/4 voll. Weil manchmal fand ich es einfach unbeschreiblich schwer, die ganzen Silbermünzen in einem Rennen zu sammeln und dann noch Erster zu werden. Also, wer das geschafft hat, echt alle Achtung. Hat von euch jemand Diddy Kong Racing komplett durchgespielt auf 100%? Ich feiere euch, weil ich würde es auch heute nicht schaffen. Ich fand die Bossgegner teils schon richtig schwer. Vor allem die waren dann, musste man ja, glaube ich, zweimal bestreiten. Beim zweiten Mal waren die echt ultra fies. Ich glaube, mein drittes Spiel, was ich damals hatte, oder mein viertes? Nee. Ich glaube mein drittes. Ich glaube mein drittes Spiel. Wave Race 64 hatte damals auch jeder. Und der Soundtrack ist einfach der absolute Wahnsinn. Also der macht richtig Spaß. Und das Spiel an sich auch. Ich bin jetzt nicht so der Racing-Fan, aber das ging voll in Ordnung. Man ist ja nur... Die Wellenphysik an sich war ja auch ziemlich beeindruckend damals. Und dieses Bojen links und rechts vorbeifahren fand ich am Anfang ein bisschen nervig. Aber es gehört dazu zum Jetski. Und ich habe dann einfach alles drumherum genossen. Die Wasserphysik, die Musik, dieser riesige Orca, der auf einer Stage entlang hüpft. Und ich habe auch sehr viel Zeit in diesem Dolphin Park, glaube ich, hieß der, wo man nicht Runden fährt, sondern einfach für sich gemütlich fahren kann. Wo ein paar Sprungschanzen sind. Und da weiß ich noch, wenn man alle Stunts in einer gewissen Reihenfolge macht, kann man auf den Delfin reiten. Das habe ich nie geschafft. Das hat mich so genervt. Ich habe es stundenlang probiert. Ich wollte auf diesen Delfin fahren. Beziehungsweise reiten. Aber ich habe es leider nie geschafft. Gab es ja auch einen Nachfolger auf dem Gamecube, aber habe ich auch nie gespielt, da der Gamecube für mich halt komplett vorbeiging und ich auch keinen Belang habe, das nachzuholen. Ich habe auf dem Gamecube, glaube ich, nur 10, 15 Spiele und auch nur diese richtigen, klassisch großen Nintendo-Titel, weil ich die mal spielen wollte. Road Rash 64, ich liebe Road Rash, den ersten Teil auf der PS1. Aus heutiger Sicht kann man es vielleicht nicht nachvollziehen, warum ich Road Rash auf der PlayStation 1, also den ganz ersten Teil, besser finde als das hier. Weil allein schon grafisch, das andere ist wirklich pixelbrei und das sind wenigstens ein paar hässliche Polygone. Aber trotzdem, ich weiß nicht, das wirkte so lieblos. Da war irgendwie, weiß nicht, die Strecken waren einfach nur eine richtig breite, lange Straße. Kaum Häuser links und rechts. Es wirkte einfach, also spielerisch, es hat sich spielen lassen, kein Thema. Aber es war einfach lieblos, ich weiß nicht. Es fühlte sich einfach nicht mit Liebe gemacht an. Schade drum. Was sehe ich da? Es wurde runtergesetzt von 139 D-Mark war das wahrscheinlich noch, auf 39 D-Mark. Einfach mal 100 Euro runter. Auch ein Rennspiel, mit dem wir uns damals die Zeit zu F-Zero X verkürzt haben. Extreme G haben wahrscheinlich viele von euch gespielt und aus dem gleichen Grund gekauft. Man wollte endlich ein Future Racing und F-Zero hatte ich noch nicht.
Der spielte sich eigentlich ziemlich cool und war mal was anderes auf so futuristischen Motorrädern. Aber teilweise war es mir dann zu schnell, dass ich einen Überblick verloren habe. Also man musste schon die Strecken auswendig lernen, um da gut weiterzukommen. Aber trotzdem, der Soundtrack war richtig cool, wenn ich eine Erinnerung habe. Der war ja so ein bisschen Techno angehaucht. Einen zweiten Teil gab es auch noch. Und sogar einen dritten. Also wenn ihr das mal sehen wollt, bei Spielewelten gibt es so eine Retro-Perspektive mit Extreme G, die richtig gut gemacht ist und alles aufklärt, was man zu diesem Franchise wissen will. Mein erstes Spiel und einer meiner Lieblingsspiele auf Nintendo 64, aber wem sage ich das? Super Mario 64. Ich war ja damals der erste aus meinem Kreis, der die Nintendo 64 hatte. Falls ihr meinen ersten Teil von dieser Sammlung nicht gesehen habt, der Release und mein Geburtstag waren nur 2-3 Tage auseinander, deswegen war ich halt Pole Position, wenn es um die Nintendo 64 ging. Meine ganzen Freunde waren bei mir an meinem Geburtstag, ich legte die Nintendo 64 ein, schaltete ein und Mario, sein Kopf kam in 3D und dann, wenn man aus dieser Röhre vor Peach, ihrem Schloss rauskommt, wir waren alle mit offenem Mund. Also einfach unfassbar, unfassbar, diese große 3D-Welt, diese Freiheit. Wahnsinn. Und fast jeder Freund bekam dann in den nächsten 2-3 Tagen auch seine Nintendo 64, weil wir einfach alle so geflasht waren. Ich habe das auch auf 100% gespielt, weil ich es einfach nicht satt geworden bin von dieser Freiheit. Mario 64. Ich weiß nicht, ob das ohne Nostalgie Spaß macht. Ich glaube, man kann es noch spielen, aber das kränkelt halt doch ein bisschen mit Kamera allgemein. Haben wir die Nintendo 64 Spiele aus heutiger Sicht viel Probleme mit der Kamera. Damals hat man es ein bisschen ausgeblendet, weil man war jung. Es war der Sprung in 3D, alles war beeindruckend und da gehört es einfach dazu. Aber heutzutage kennt man eben bessere Kameras aus Spielen und da wirkt das ein bisschen, ja. Hier haben wir auch ein gutes Beispiel für schlechte Kamera. Earthworm Jim 3D. Ich liebe diesen Wurm. Teil 1 ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem Super Nintendo. Ich habe den Cartoon gespielt. ich habe den Cartoon geschaut und geliebt. Und da war das Spiel dann eine echte Enttäuschung. Ich spiele es gerne aus Nostalgie und weil ich ihn liebe, aber objektiv gesehen ist das Spiel echt nicht gut. Es kränkelt an so vielen Sachen. Er selber steuert sich nicht gut. Die Abfrage der Kollision ist auch nicht prickelnd. Die Kamera ist aus der Hölle und der Schwierigkeitsgrad ist so unbalanciert, dass es keinen Spaß macht. Aber allein die erste Stage spielen, Nostalgie auffrischen, das reicht mir dann schon wieder. Es ist so schade, Earthworm Jim ist so ein Universum, was so viel Potenzial hat. Da es so viel abgedrehte Charaktere gibt, die Musik war immer richtig cool und er selbst als Held ist halt auch einmalig. Also schade, da müsste eine Kickstarter-Kampagne kommen. Ich meine, es gibt jetzt innerhalb von nicht mal 2 Jahren 2 neue Bubsy-Spiele. Bubsy wurde mit 2 Spielen wiederbelebt. Earthworm Jim bekam nur vor einigen Jahren so ein HD-Remaster. Bitte, Indie-Studios, macht eine Kickstarter-Kampagne mit Earthworm Jim, holt euch die Rechte und macht ein richtig cooles neues Spiel. Da blutet mir mein Herz. Aber wurde ja auch, glaube ich, von so vielen Entwicklern rumgereicht, das Spiel, dass es einfach dann, wie sagt man so schön, zu viel Köche versalzen das Essen. Mit Sprichwörtern bin ich echt schlecht. Auch mal einer meiner ersten Spiele damals. Star Wars Shadows of the Empire. Bis heute finde ich ein richtig gutes Star Wars Spiel, was leider auch ein bisschen an der Steuerung heutzutage ein bisschen kaputt geht daran, weil wenn ich an diesen Spieler, ich hab's auf dem Mund, irgendein, wie hieß er denn? Dash Render, genau, der Dash Render. Ich hab's jetzt noch im Gefühl, wenn man springt, sein Sprungverhalten ist echt richtig mies. Er ist viel zu lang in der Luft und man dreht sich in der Luft immer so in eine Richtung. Ich meine, zum Ausweichen ist ganz cool, aber so, ne. Aber trotzdem, von der Atmosphäre, der Musik, der Abwechslung ist es echt. Damals war das halt, man kann sich's nicht vorstellen. Wenn man heute als Kind Battlefront 2 spielt, ist es nicht, glaube ich, das gleiche Gefühl, wie wenn wir das damals gespielt haben. Denn wie gesagt, der Sprung von 2D auf 3D war einfach so immens. Und dann spielt man so ein atmosphärisch großes Star Wars Spiel. Uns ging alles wirklich Wahnsinn, wir sind so ausgerastet. Und die Kinder heute, die kennen halt nur noch dieses 3D, dieses große, cineastische. Deswegen, glaube ich, sind die von Battlefront 2 jetzt nicht so geflasht, wie es wir von dem war. Zumindest ich von dem. Fand ich vom Schwierigkeitsgrad ja sogar noch in Ordnung. Klar, gegen Ende, vor allem diese Kanalisation, hatte einfach richtig fiese Stellen und die hasse ich bis heute. Aber es gibt so viele Sachen, die ich liebe. Diese Schlacht um Hoth, dieses Bike-Rennen und auch die zweite Mission, wo man zu Fuß unterwegs ist. Am Anfang fliegt der Millennium Falcon weg
Und man kämpft dann also ohne ein Vehikel oder irgendwas gegen ein AT-ST. Das war der Wahnsinn. Also ohne Witz. Ein Star Wars Titel, den man als Fan unbedingt heute auch noch spielen soll. Gibt es sogar auf Steam. Ich glaube, ist er da nicht sogar ein bisschen in HD. Vielleicht ist er auch ein bisschen verbessert mit der Steuerung. Das Headset redet die ganze Zeit mit mir, dass es sich ausschalten will. Ist in Ordnung. NBA Hangtime 64? Nein, ohne 64. Auch ein Multiplayer-Kracher. Wir hatten damals so einen Laden hier in Regensburg. Der hat irgendwie, ich kann das bis heute nicht einschätzen, was das für ein Laden war. Der hatte viel so Ramsch-Artikel, aber hatte auch so ein kleines Gitterwägchen voll mit Super Nintendo und Nintendo 64 Spielen. Da habe ich mir Alien 3 gekauft für Super Nintendo und das hier. Und die waren einfach spottbillig. Also die waren schon neu, die waren nicht gebraucht. Das wirkte ein bisschen wie so vom Lastwagen runtergefallen. Also Alien 3 hat damals 15 Mark gekostet und das 20 Mark. Und dann, wenn ich das mit anderen Häusern verglichen habe, so Toys R Us, da hat das ja irgendwie 80, 90 Mark kostet. Also ich weiß nicht, was da im Busch war. Den Laden gab es auch nicht lang. Ich könnte auch nicht mehr sagen, wo der war. Also das war ganz dubios, diese Sache. Aber ich habe 2 billige Spiele bekommen. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Kracher partymäßig. Ich habe es geliebt, Charaktere zu erstellen mit diesen Monsterköpfen, große Köpfe. Ich meine, dieser Stadionsprecher ist ja Kult ohne Ende mit seinem Boom-Shakalaka. Aber ich muss sagen, wenn man gegen die CPU spielt, halt so ein Tournament, ist es doch ein bisschen schwer. Also im Multiplayer war das Spaß ohne Ende, aber allein wurde es für mich dann doch ein bisschen schwer. Aber trotzdem, diese Hangtime bzw. NBA Jam-Reihe, beste. Wobei ich diesen neuen Teil vor 2010 oder so, wurde ich nicht so warm damit, leider. Weil von der Präsentation, der Charakterauswahl und so war es ja unfassbar gut. Ein Spiel, was wir auch alle hatten und gesuchtet haben und geliebt haben, Mission Impossible. Ich mag die Filme nicht, ich hasse Tom Cruise, aber das Spiel war der Wahnsinn. Es war Stealth, aber auch ein bisschen Action. Man hatte seine Missionen, vor allem in dieser Botschaft oder wo das war. Da musste man einen Rauchmelder verstecken in den Lüftungsschächten für später. Man musste jemandem was in den Drink mixen, damit er aufs Klo geht. Im Klo haut man dann K.O. und kann ja seine Identität annehmen. Dann kann man nach oben gehen, an den Wachen vorbei. Also es war richtig schön, das alles rauszufinden und eben durchs Level zu kommen mit Trial and Error. Und wenn man eins geschafft hat, habe ich meinen Cousin angerufen, weil er hat es auch gespielt. Ja, ich habe das jetzt geschafft, du musst das und das machen. Und wir haben uns gegenseitig immer so geholfen, was man ja heute Walkthrough nennen wird. Aber Mission Impossible war richtig cool, die Missionen waren abwechslungsreich. Ich könnte euch nicht sagen, ob sich das an den Film orientiert. Ich habe den damals, als er neu war, eine halbe Stunde angeschaut und dann wusste ich schon, Tom Cruise, sorry, aber dich packe ich nicht. Ich weiß nur, dass man da nicht den Typen spielt aus dem Film, ne? Weil da war doch irgendwas mit den Lizenzen. Auf jeden Fall Mission Impossible, ein richtig gutes Lizenzspiel, was leider immer ein bisschen untergeht, weil alle reden immer nur von GoldenEye. Klar ist es jetzt hier kein Ego-Shooter, aber es ist für das, was es ist, ein richtig gutes Lizenzspiel. Muss man sagen. Gab sogar einige Cheats, die wir im Nachhinein dann gefunden haben, um noch ein bisschen rumzuspinnen in dem Spiel. Oh, ein Favorite von mir, Rampage. Ich liebe es. 1337, das habe ich nicht hingeklebt, weil es Lied heißt. Das war die Nummer von der Videothek. Das habe ich der Videothek abgekauft, denn das habe ich mir so oft ausgeliehen, weil ich einfach dieses Gameplay so No-Brainer ist. Ich habe das immer gespielt, um abzuschalten, einfach vor mich hinspielen. Ich mochte die Charaktere, es war alles so schön arcadig, so schön charmant. Also Rampage hat immer einen Platz in meinem Herzen. Ich fand sogar den Film ziemlich cool letztes Jahr. Aber natürlich ist nicht annähernd so charmant wie dieses Spiel hier. Rampage, ja. Habe ich mir dafür extra eine Memory Card gekauft, weil dann musste ich nicht immer von Anfang anfangen. Und ich glaube, ich habe es bis heute nicht durchgespielt, weil es einfach nicht aufhört. Ich weiß nicht, wie viele Level das sind. Ja, über 130 Standard-Level, ja. Irgendwann bei 80 bin ich dann doch eingeknickt, weil es ja doch ein bisschen repetitiv ist. Aber trotzdem für mich immer wieder ein Abenteuer. Gut, Rampage. 1-2 Stunden abschalten, Rampage spielen und die Welt ist wieder in Ordnung. Und auch so viel Witz und Humor. Zweite Teil steht dem in nichts nach. Der dritte Teil ist nicht mehr so cool, dieses Through Time, aber ist immer noch ein Rampage-Spiel, deswegen super, super. Vielen Dank für euch fürs Reinsehen beim zweiten Teil. Geht gleich weiter mit dem dritten, also für mich, für euch ein bisschen später. Ich danke euch tausend Mal fürs Reinsehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.